Hallo, hier ist der Friseur, diesmal mit meinem eigenen Video, eigenen Kommentaren. Ja, ich hoffe, man kann mir einigermaßen zuhören. Ich bin noch lange nicht so ein guter Kommentator wie der Max. Ich gebe aber mein Bestes und werde von euch ein paar Fragen beantworten. Also eine Frage war zum Beispiel gewesen, wie machst du das? Wie kannst du so viele Kills hintereinander kriegen? Ich sterbe immer nach 2-3 Kills. Ja, das ist kommt erstmal aufs Gameplay an, wie man selber spielt, und dann würde ich euch Tipps geben, wenn ihr Probleme habt, die hohen Killstreaks zum Beispiel zu erreichen. Fangt erstmal kleiner an. Also nehmt jetzt nicht den Chopper Gunner, die Hunde und diesen Heli da, sondern nehmt lieber das UAV zum Beispiel, das Counter UAV, und dann einen hohen Killstreak, also Dogs oder Chopper Gunner. Das reicht ja erstmal vollkommen aus, weil alles, was euch beim Überleben hilft, tut euch praktisch näher an die hohen Killstreaks bringen. Spielt relativ defensiv, guckt, was die Gegner machen. Ihr könnt zwar auch rushen, aber da müsst ihr ein ziemlich hohes Verständnis haben von dem, was auf der Map losgeht. Und ja, benutzt vor allem diese Minimap. Auf der Minimap könnt ihr sehen, wo Gegner sind, wenn das UAV aktiviert ist, wo eure Teammates sind, ganz wichtig. Also wenn ihr mal kein UAV am Start habt, dann orientiert euch an euren Mitspielern auf der Karte. Wenn die natürlich alle unten im Bereich sind, dann können die Gegner ja theoretisch nur oben sein. Ja. Die zweite Sache, was ich euch als Tipp geben kann, ist, hebt Waffen der Gegner auf. Ganz wichtig, wie oft fängt man an zu killen, killt und auf einmal stellt man fest, oh, meine Waffe ist leer. Deshalb nehme ich meistens nach ein paar Kills immer irgendeine Waffe vom Gegner, auch wenn ich mit der nicht spielen kann, aber ist immer noch besser als eine Pistole und garantiert euch dann noch ein paar Kills, die euch auch wieder zu den höheren Killstreaks bringen. So, jetzt habe ich hier glaube noch 2 Kills, bis ich die Hunde habe. Ja, was wurden noch für Fragen gestellt? Ach ja, kannst du ein Sniper-Video machen? Nein, kann ich leider nicht, weil die Sniper sind ja alle scheiße. Also ich könnte ein Sniper-Video machen, wo ich irgendwo die ganze Zeit in der Ecke campe und ja, alles abschieße, was da so mal ankommt, aber ja, das geht vom Gameplay WTF her, ist das schon ziemlich langweilig und ja. So, die letzten 2 Kills, jetzt habe ich meine Hunde. Wie ihr seht, zünde ich die Hunde und den Chopper Gunner gleichzeitig. Das hat den Grund, auf dieser Map sind viele Häuser. Ihr werdet es gleich sehen, ich mache nicht viele Kills mit dem Chopper Gunner, sondern gutes Verhältnis zwischen meinen Hunden und dem tollen Teil hier. Und ja, ich mache das deshalb, weil durch dieses Häusergekämpfe tun die Hunde meistens noch ein paar dort rauskillen und die spawnen wieder ja, an Land, wollte ich gerade sagen. Nee, die spawnen wieder halt nicht in Häusern. Und da kann man eben somit ganz gut eine Kombination finden und ganz gut Kills machen. Tja, was gibt's noch zu sagen? Ach ja, irgendjemand von euch hatte mal gefragt, warum ich mit dem Gunship die Raketen nicht abfeuer. Ich hab's immer etwas genug. Am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass das Teil überhaupt Raketen hat. Und ich habe es zweimal jetzt gemacht, fand es nicht so toll, aber ich werde versuchen, mein nächstes Mal euch das zu zeigen. Und ja, genau. Das Gameplay geht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ihr seht dann auch, wie ich dann nochmal eine neue Waffe aufhebe. Ich spiele hier immer noch mit der Waffe von Gegner. Meine war ja eigentlich die AK-47. Die wechsle ich dann auch nochmal. Und ja. Ihr seht jetzt, meine Teammitglieder sind alle unten links und deshalb gehe ich jetzt hier rechts hoch und gucke, was hier so passiert. Und da sind natürlich die Gegner, also das hilft eben auch viel, wenn die Höhe hier am Start ist. Das
So, hier die Waffe aufgehoben vom Gegner. Und einfach nochmal weitergeguckt. Genau. Vielleicht, wenn man in solchen Passagen ist, hier in solchen Engen, könnte man auch mal die Kleber benutzen. Ihr seht, bei mir, ich benutze das eigentlich ganz selten, das Teil. Ich habe das irgendwie nur mit, damit ich es nicht mehr rumtrage. Aber ab und zu hilft es schon. Hier ist eine ganz lustige Stelle. Hier sehe ich einen Gegner. Und denke mir, ja, den knallst jetzt ab. Aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier mache. Da steht er, ja, ich müsste eigentlich nur drauf schießen. Dabei renne ich hier um die Ecke. Und ja, ganz komisch, aber solche Sachen passieren mal. Einer hat von euch auch gefragt, ob man mal so ein Video hochladen kann mit so Fails. Kann man eigentlich machen. Meinen tollen Jump hier auf die Brücke, Sprung habt ihr ja auch schon in einem Video bewundern können, wo ich dann mich in den Abgrund stürze. Ja, das Video ist zu Ende und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder wie auch immer. Tschüss, macht's gut.